In diesem Video stelle ich euch 10 neue Infos zum kommenden Hardcore-Shooter-MMO Escape from Tarkov vor, die in einem kürzlich erschienenen Interview mit dem Entwickler von Battlestate Games bekannt gegeben wurden. Anders als in RPGs sonst üblich, wird es in Escape from Tarkov keine vorgegebenen Klassen geben. Vielmehr erstellt man seinen individuellen Charakter, indem man seine anfangs verfügbaren Klassenpunkte auf die Werte Rüstung, Waffen und Mods verteilt. Mit diesen drei Werten wird man dann seine Rüstungs- und Angriffswerte festlegen, obwohl diese wohl sowieso nicht so entscheidend sein werden wie in üblichen RPGs, da ja schon ein Kopfschuss mit einer Pistole tödlich sein kann. Aber des Weiteren wird man sehr wahrscheinlich auch das Waffenhandling, die Nachladegeschwindigkeit oder die Fertigkeit, seine Waffen in Schuss zu halten, damit steigern können. Bei dem Punkt Mods wird man dann wohl neue Waffentypen oder Add-ons wie Lasersights oder Vordergriffe craften bzw. verändern, sowie bestimmte Granatentypen wie Molotov-Cocktails oder Gasgranaten bauen können. Auch zur Frage, wie man im Spiel Erfahrungspunkte bekommt, wurden neue Details bekannt. So gibt es für eine Vielzahl verschiedener Tätigkeiten XP, wie zum Beispiel das Erforschen der Spielewelt, die Reparatur von Waffen und Ausrüstung, das Heilen von Kameraden sowie die richtige Verwendung von Medikits, das Töten bzw. Erreichen von Multikills und Headshots sowie beim Looten oder sogar Essen. Hierbei wird das Aufleveln der Fähigkeiten wie in Skyrim ablaufen, sprich man verbessert sich, indem man eine bestimmte Tätigkeit entsprechend oft ausführt. Je öfter ihr also einen Kameraden heilt, umso besser werdet ihr darin. Je mehr ihr euch um eure Ausrüstung kümmert und sie fleißig repariert, umso besser werdet ihr dabei. Jedoch verliert man auch nach einer längeren Pause wieder seine entsprechenden Skills, da der Charakter diese de facto allmählich vergisst. Und wer in einer Gruppe, sprich einem Clan, zusammenspielt, kann auch über den Gruppenanführer spezielle Aufgaben erhalten. Des Weiteren teilt man sich gewonnene Erfahrungen mit der gesamten Gruppe und levelt dementsprechend gemeinsam in einem Gruppenraid. Mit diesen gewonnenen Erfahrungspunkten kann man dann seinen eigenen Level erhöhen, wobei das Leveling-System in 4 verschiedene Typen untergliedert wird, nämlich in physische Skills, mentale Skills wie Intelligenz oder Charisma, Kampfskills, die Nachladen, Recoil und Zielgenauigkeit unter anderem beeinflussen, sowie praktische Skills. Unter diese fallen dann zum Beispiel Trading, Heilen sowie Schleichfähigkeiten. Eine 5. Kategorie wird es für Spieler geben, die sich einer bestimmten Fraktion wie der USAC oder Bear anschließen. Diese umfassen dann spezielle Waffenboni. Raids sollen bei Escape from Tarkov so ablaufen, dass man sich durch eine Kette von Arealen durchschlagen muss, um ins nächste Gebiet zu erlangen. Dabei wird es Stellen geben, die man nur in einer Gruppe erfolgreich passieren kann. Es wird also ein großer Fokus auf den sozialen Aspekt gelegt. Des Weiteren wird es auch zu Clan Wars kommen, wenn man zum Beispiel während einer Quest zu einem bestimmten Punkt gelangt, an dem sich bereits ein anderes Team aufhält. Hier muss man dann gegen diese kämpfen, um die Stellung zu erobern. Ob es allerdings auch einen eigenen Siege-Mode, also sprich Belagerungsmodus geben wird, ist bis jetzt noch nicht bestätigt. Außerdem kommt es auch zu zufälligen Events in der Spielewelt, während denen zum Beispiel Bomben vom Himmel fallen können oder eine Händlerkolonne vorbeikommt. Die Gebäude sollen beinahe komplett begehbar sein im Gegensatz zu bisherigen Survival-MMOs, in denen dann auch viel Loot versteckt sein wird. Alles, was optisch zugänglich erscheint, soll dementsprechend auch begehbar sein, ohne künstliche Invisible Wall. Und es wird sogar Zerstörung im Spiel geben, zwar nicht in der Größenordnung von einem Battlefield, aber man wird einige Sachen zerstören oder aufbrechen können. Im fertigen Spiel soll das Spielgebiet neben der Stadt Tarkov auch die nähere Umgebung beinhalten, inklusive einem Leuchtturm, einem Hafen, Wäldern und diversen industriellen Gebäuden wie Fabriken sowie einem nicht näher beschriebenen privaten Sektor und weiteren Stadtlocations. Und zu guter Letzt wurde auch offiziell bestätigt, dass es keine Third-Person-Perspektive bzw. einen eigenen Modi dafür geben wird. Das Spiel soll also ausschließlich in einer Ego-Perspektive gespielt werden. Die Entwickler arbeiten auch an einem eigenen Anti-Cheat-System, welches dann im fertigen Spiel die Gefechte fair halten soll. Genauere Infos hierzu gab es darüber hinaus aber noch nicht. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wenn dem so ist, würde ich mich natürlich sehr über ein Like von euch freuen. Und was haltet ihr von diesen neuen Infos, beziehungsweise über welchen Aspekt im Spiel möchtet ihr noch mehr wissen? Schreibt es mal unten in den Kommentar rein und lasst mich wissen. Alles klar, dann macht's mal gut und bis zum nächsten Mal. Good Game und auf Wiedersehen!